Hey. Hallo liebe Patienten, hallo liebe Kanasseure, liebe Kanasunity. Mal wieder herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Sortenberichte. Medical Weed à la Knoblauch. Ja, wie ich darauf komme? Ja, der Name Platinum Garlic lässt einen darauf schließen. Er soll einen super krautigen, erdigen, aber auch knoblauchartigen Geruch mit einem Hauch von frischem, würzigen Salbei beinhalten. Und ich bin gespannt, ob das auch stimmt. So, dann holen wir uns mal eine Blüte raus. Wie fast jeder hält man erstmal den Rüssel über das Gefäß und da kommen einem verschiedene Gerüche entgegen. Zunächst mal etwas säuerlich-würzig und beim zweiten Riechen merkt man dann wirklich diesen Hauch von Knoblauch. Ich hole mir jetzt mal eine Blüte raus und dann erst erschnuppert man diesen so einen erdigen bzw. leicht fruchtigen Geruch. So, kommen wir also nun mal zur Aromaprüfung. Wie läuft schon? Oh, dann kommen wir zur Aromaprüfung, oder? Ich zeige euch auch nicht, was ich für ein Gerät habe. Ich mache mal auf 190. Ja, wir könnten auch auf 180 machen. Ich mache mal auf 190. Wir müssen kurz warten, bis es aufgeladen. Zugriff. Hallo? Zugriff. Wir haben. Hallo? Seid ihr schon soweit? Schön. Das ist schön, dass man jetzt einmal anfangen kann. Alles klar. Also Knoblauch schmeckt man leider nicht, vielleicht auch ganz gut so. aber schmeckt wirklich schön, schön mild, schön. Man hat ein Kitzeln in der Nase, man spürt, also es ist stark, aber es ist leicht im Abgang, sage ich immer. Sehr interessante Sorte, schmeckt wirklich würzig. Und ich finde, so ein bisschen Salbei kommt sogar durch, lecker. Ja, meine persönliche Meinung zum Aussehen. Die Blüten sind ja vom Aussehen her ein Augenschmaus, finde ich. Und je nach Lichteinfall gehen die so ein bisschen von dunkelgrün bis ins Helle. Also das ist wirklich, jetzt sind sie natürlich gut beleuchtet. Also die haben aber auch so ein bisschen olivgrün, ja, und sind bestückt wirklich mit glitzernden Kristallen. Ihr seht das ja auch in dem Bild. Also es ist wirklich gut getrimmt. Man sieht weder Mini-Seeds noch andere Auffälligkeiten. Also wirklich eine saubere Ware. So, und gebt zu, ihr wartet schon drauf. Okay, wir kommen jetzt zum Drücktest. Schaut euch, vielleicht seht ihr auch hier nochmal die tolle Form und wie es getrimmt ist. Wirklich gut. Man könnte sagen, oder manche sagen, es ist vielleicht ein wenig zu trocken, aber schauen wir mal. Ich drücke das mal leise. Also man hört, finde ich, ein schönes Knispern, Knistern. Und ich finde, es zerbröselt hier nicht in Staub. Man hat jetzt auch nicht so eine Wolke gesehen, wie wir schon ein paar Mal gesehen haben, wenn wir sowas gemacht haben. Und von daher finde ich, optimal. Also weder zu trocken noch zu feucht. Ich finde, so müssen Blüten aussehen. Klar, ein bisschen harziger könnten sie alle sein. Das sind wir von unserem medizinischen Weed gewohnt. Aber alles in allem top aussehen. Platinum Garlic hat einen THC-Gehalt von 28%. In den deutschen Apotheken ist es als Avai Signature 28-1 PG bekannt. Platinum Garlic ist ein Indica-dominanter Hybrid. Die Preise können sich aber wie immer von Apo zu Apo unterscheiden und liegen in unserer Apotheke diesmal bei 11 Euro. So, jetzt schauen wir uns noch den Stammbaum an. Platinum Garlic ist eine ausgewogene Hybridsorte, die durch Kreuzung der klassischen GMO-Malplatinum-Sorten entstanden ist. Ja, die Wirkung dieser Sorte gilt als äußerst entspannend und beruhigend, begleitet von einem wohltuenden Körperempfinden. Ja, angesichts des hohen THC-Werts von durchschnittlich 28% ist sie vermutlich besonders für die abendliche Nutzung durch eher erfahrene Nutzer und Nutzerinnen geeignet. Platinum Garlic ist ein Produkt der hochwertigen Avai Signature Linie, hergestellt von Miracle Valley
einem seit 2021 etablierten Cannabisproduzenten und Hersteller von Extrakten. Ja, die Indoor-Anbauanlage des Unternehmens liegt in Mission, also einer malerischen Stadt in British Columbia, Kanada, die von Wäldern, Bergseen und Flüssen umgeben ist. Und in dieser eher kleinen Einrichtung, die ein Team von etwa 20 Personen beschäftigt, werden im Craft-Stil Cannabisblüten produziert. So, jetzt zeigen wir euch mal wieder die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Die Farnesen sind diesmal mit 30% dabei, Transcharophyllen mit 22%, Myzen haben wir mit 15%, mit 13% die Limonen und dann haben wir noch ja, Bisabodol mit 6%, Humulen 5% und sonstige mit 9%. Die Terpen-Gesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können natürlich immer naturgemäß variieren. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Zusammenfassung. Platinum Garlic ist also ein Indica-dominanter Hybrid mit einem THC-Gehalt von 28% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Der Geschmack ist also eher würzig, fruchtig, aber auch ein bisschen diesellastig. Kommen wir noch zum persönlichen Fazit. Ja, mein Fazit gebe ich natürlich immer aus der Sicht eines Schmerzpatienten ab, worauf ich jetzt hinweisen möchte. Die Sorte Platinum Garlic ist meiner Meinung nach auf jeden Fall als stärkere Sorte einzuordnen und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, ich kann auch bestätigen, dass sie schmerzreduzierend wirkt, aber auch sedierend. Also nichts für Unerfahrene bzw. für Anfänger und vielleicht auch nicht für viele was für tagsüber. Komischerweise ist Platinum Garlic aber milder in der Anwendung als andere starke Sorten. Auch finde ich, dass die Sorte so trotz den kompakten Blüten wirklich ergiebig ist. Also das sieht man dann nach dem Grinden, welche Mengen man auf dem Tisch liegen hat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis halte ich auch bei dieser Sorte für gut ausgeglichen und fair. Also ich kann diese Sorte gut empfehlen und ich möchte in dieser Sendung auch nochmal darauf hinweisen, dass wir bald mit unserem Projekt CAPAC-hilfesuchenden Patienten eine Anlaufstelle bieten möchten. Und weitere Infos dazu erfahrt ihr in Kürze. In diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund und vor allem legal. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich deine Erfahrungen, vielleicht gerade mit dieser Sorte, in den Kommentaren lese. Bis dahin, freue mich auf eure Unterstützung, alles Liebe. So, dann medizinieren wir das mal.